friss Eisen. Was das sind unfreundliche Z Zombies, genau. Skelette. Boing. Oh, jetzt habe ich was gehört. Wieso höre ich das? So, als einziges. Aber nicht, wie ich hier rumrenne und hüpfe und so. Ganz, ganz seltsam. Hallo, ich brauche noch mehr von diesen Zapfdingern. Es gab irgendwie so eine Berechnung oder so. Das ist. Ah! Da ganz oben. Oh, was ist denn? Habe ich jetzt aufgesammelt? Nee. Wo ist es? Wo ist das? Ich jetzt? Nö. Nee. Hä? Okay, ganz komisch. Das ist wieder ganz, ganz komisch. Mal erstmal so ein bisschen frei den Baum, damit wir da auch was sehen. Hä? Was soll aber zum Anzapfen sein? Pro Baum mindestens eins. Seltsam. Das ist ein seltsamer Baum. Hä? Ich habe Angst, ne, dass die Skelette mir so einen voll ins Knie schießen und ich dann sterbe. Wir sehen uns ein Pfeil da, so, okay. Stirbt, stirbt. Nicht stirbt, sondern st Au! Stirbt. Hallo. Mein Gott. Voll der Akt, die zu töten. Ah! Trifft er mich? So mitten im Flug. Das ist einer, ein ganz fettiger ist das. So, jetzt will ich ja aber noch mehr finden. Ne, so. Was sind das für Bäume? Denn der Schufa muss ja auch alle fällen, ne? Jetzt finde ich hier natürlich nichts mehr. Ist das doch was, da ganz oben? Ne, ich glaube nicht. Ist hier was? Ich brauche nur Ruby. Ne, brauche ich gar nicht. Gut, ich meine, ich hätte ja jetzt ja genügend, 2 Stück, das würde reichen, locker. Aber ich will mehr. Ha! Ha, da! Meins! Jetzt habe ich 7. Hä? Wieso habe ich jetzt 7? Das finde ich ja auch ganz bemerkenswert. Ganz, ja, seltsam irgendwie wieder. Haben wir hier noch was? Nö. Schlecht aus. Haben wir hier vielleicht noch was? Nö, hier auf der Seite? Nö, auch nicht. Ja, gar nichts. Was soll denn das? Das sind Bäume. Voll ineffizient. Ah, ich hab so einen Setzling. Stellen wir setzen? Ja, kommt. Warum nicht? Setzen wir den mal hier hin. Das sieht witzig aus. Boah, dieser Wald, ne? Ich weiß noch, wo ich irgendwie einen Baum wegmachen wollte, dann waren das irgendwie direkt 3 oder so. Da kam Holz zustande, das verdammt. So, krieg ich vielleicht noch einen Setzling? Ah ja, hier. Hier krieg ich noch einen. Oh, da krieg ich auch noch einen. Oh, da oben sind 2 direkt. Hui. Das ist auch nett. So. Jetzt will ich aber doch irgendwie nochmal so eine Ladung Robbie kriegen. Dann meine ich, würde ich ja auch einfach mal weggehen. Aber sieht nicht gut aus für mich. Wie? Oh, vielleicht auf der Seite noch was. Boah, das ist voll selten geworden, habe ich das Gefühl. Früher, das war, keine Ahnung. So 3 direkt an einem. Oder war es eher im Sumpf? Hat es damit auch irgendwas zu tun? Ne, ich glaube, das war nur die Anzahl der spawnenden Ruby Trees. Ja, auf jeden Fall ist das alles sehr bemerkenswert, seltsam.
Warum hier so ein Erdklotz mitten auf dem Weg ist, keine Ahnung. Das sieht auch sehr komisch aus, so, so glaubst du, mitten am See. War nicht mehr Zucker? Oh. Sehr interessant auf jeden Fall. Wieder sehr bemerkenswert. Gut, oh. Jetzt Kabelzahn fliegt ja schon um die Ohren. Oh, kann ich gar nicht mehr aufnehmen. Sortieren. Oh. Oh, ich bin schon wieder voll. So viel kann ich nicht aufnehmen. Vielleicht sollte ich auch mal so ein, wie heißen die Dinger? Vielleicht kommt jetzt auch einer drauf, was ich gerade überlege. Oh Gott, wie hießen die? Recycler. Ha, bin ich gut. Ein Recycler sollten wir vielleicht bauen. Das wäre was. Das wäre was. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Radiergummi. So, Refined Ore haben wir auch. Da hauen wir das nun mal da rein. So, da können wir schon ein bisschen Kupfer holen. Ich meine, allzu viel brauchen wir nicht. Wir brauchen vielleicht nur so eins oder drei. Ich glaube drei. Und da brauchen wir sechs Radiergummi. Also brauchen wir doch sechs. Ha, nicht nur ein. Ja, das sieht irgendwie sehr interessant aus. Wir sind Dirt und den Cobblestone und den Glowstone da drin. Doch, ich finde das sieht ganz nice aus. Jo, dann überlegen wir mal. Wenn ich mir vorstelle, dass wir nun ein Lager machen mit den Logistikpipes, dann würde ich doch gerne hier craften. So, lalala, hier lang craften und so. Oder ich mache das weiter oben oder keine Ahnung. Sage ich hier, voll unnötig geworden, der Keller. Ja, vielleicht wäre das auch eine Idee. Wir sagen, Keller ist unnötig. Verlegen wir alles nach oben. Hätte was. Ja, wie es dann auch sei, denke ich, dass wir hier einfach so einen Gang reinhauen. Nicht mit der Spitzhacke, ich habe noch die andere. Da, mit der. Machen wir das mal. So, dann kommt hier so ein Gang rein. Zum Lager. Also zu diesem neuen Lager, wo wir dann so alles automatisieren und ja, ihr werdet schon sehen, das wird richtig episch. Richtig epic. Ja, müssen wir noch vielleicht ein bisschen Fackeln hier spendieren. Für die ganze. Ah, kommen wir schon hier auf die Rückseite. Sieht man nicht so schnell. Das ist so ein indirektes Licht irgendwo drin. Das ist eigentlich ganz schön. Oh, ich sehe gerade, wir sind Level 32. Oho. Oh, ja, wir brauchen ein Crafting Table. So, dann kommen unsere drei Kupferkabel hin. Seht ihr, da können wir schon so ein Kabel. Wieso Kupferkabel liegen wir hier? Nein, das ist ganz normal Kupfer, dann können wir ein Kabel und wenn wir jetzt diesen Rubber, nachdem wir in den Ofen geschmissen haben, drumherum legen, kriegen wir Kupferkabel. So, und dieses Kupferkabel brauchen wir jetzt nun. Ach, das haben wir auch schon. Okay, mal gucken. Können wir da irgendwie was machen dann schon so? Und was kam da hin? Irgendwie sowas? Ja, ganz komisch, keine Ahnung. Das weiß ich gerade nicht. Ach Quatsch, Wir sehen, was wir daraus köften können. So, den Generator. Und dann haben wir diese E-Batterie und die können wir wie Tin-Ingot, Tin-Tin, also mit Zinn können wir das alles machen. Silver-Ingot, guck mal, hier haben wir Tin. So, dann kommt das da hin, dann kommen da zwei rein und dann haben wir das schon mal. So, gut, dann kommt das da rein. Moment, so, und das Refined Iron irgendwie so darüber. Genau, und dann haben wir den Generator. Ah, gut. Haben wir das? Schmeißen wir den hier rein. Dann hauen wir da ein bisschen Kohle rein. So, dann müsste da Energie rauskommen. Ach, Megajoule. Wie kriege ich das her? Also mache ich jetzt generell Strom gerade.
Gut. Unnötig gewesen. Wie kriege ich jetzt da, mein Gott. Oh. So, warte, da müssen wir unten mal rein. MG. Mit so was. Oh, mit einer Lavazelle würde ich das auch kriegen. Ist auch mit Lava Eimer? Ich glaube, wir machen es mit Lava Eimer. Kann ich den dann einfach so reinschmeißen? Ich glaube nicht. Okay, also, das heißt, wenn wir das hier wollen. Anscheinend brauchen wir das irgendwie so. Und dann ist das auch so. Hä? Electrum Ingot und das mache ich. Mein Gott. Ich werde es nicht so kompensiert haben. Assembly Table. Keine Ahnung, wie ich den jetzt bepowern kann. So voll kein Plan. Oh, hatten wir nicht. Will das nicht gehen, wenn wir. Logist. Da haben wir das. Eine Power Junction ist das. So, dann gehen wir da drauf. Die können wir. Oh, sind die witzig. Sind die witzig. Eine Junction. Können wir mal also auch so eingeben. Junction. Injected Blue Wire. Keine Ahnung, was ist das? Eine Junction Rail. Okay. Aber es ist ja mega. Oh, da war's. Adjustable Emitter. Wall Jumping Boots. Wie cool. Nee, anscheinend brauchen wir das da. Das Dinge da. Dann erst können wir das Dinge betreiben oder wie oder was oder wie oder was. Voll komisch. Das finde ich seltsam. Ganz, ganz seltsam. Jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Das ist voll nervig. So, wie sieht's hier mit aus? Auch wieder fast voll, ne? Oh, ich bin selber fast voll. Ich muss aber das ganze Zeug los. Was kommt hier rein? Holz, weg. Brauche ich nicht. Achso, so, deswegen habe ich so ein Glück. Okay. Das kann man mitnehmen. Kann ich irgendwas wieder hier loswerden? Hier irgendwie. Was? Das? Das da? Nö, das da nicht. Ne, da auch nichts wieder. Irgendwie ist auch, guck mal, hier kann ich das loswerden. Wäre eine Idee wert. Eine Turtle, die könnten wir eigentlich auch mal irgendwie nutzen. Mal überlegen, was wir damit machen können. Ja gut, vielleicht auch eher mal schauen. So, das da alles, alles weg, alles weg. Silver Ingot, wir haben viel zu viel von diesen Herzen mittlerweile ein bisschen. Genau, diesen Ruby brauche ich auch nicht mehr. Jetzt brauche ich auch nicht mehr. Da unten kommt es ja hin. Ja, Gold brauchen wir auch nicht mehr. Ja, ist aber schon blöd irgendwie. Jetzt haben wir da Dinge gebaut, aber wissen nicht, wie wir es betreiben können. Ja, genau, toll, schön und gut, ne? Kann ich hier irgendwas reinschmeißen? Da unten? Ne. Das geht nicht. Der kann nur irgendwie Jetpack oder so aufladen anscheinend. Dann hauen wir es doch hier rein. Geben so drei Holz bei. Also ein bisschen mehr. Und dann kriegen wir gleich Golderz. Ja, ihr werdet sehen. Wenn man so ein Nether Gold Ore aus dem Nether reintut. Wir jetzt waren da zwar nicht, aber der Nidalee Trooper war da. Und dann kriegen wir so ein Erz raus. Haben wir wieder was gelernt. Genau. Die anderen Erze, wollte ich einfach mal gucken, wie das hier mit aussieht. Ah ja, da ist doch was angekommen. Oh, wir hätten gar nicht Obsidian Farm ist. Oh, wir haben auch Diamanten bekommen. Ist sie jetzt fertig?
Das ist eine Frage, die ich gut finde, weil ich selbst gerade keine Ahnung habe. Ja, hier mal so Tungstenor, keine Ahnung, was das dann bringt. So, das weg, das weg, das weg, das weg. Ah, wir haben viel zu viel für den Nikolit. Da habe ich auch noch keine Ahnung, was wir damit alles wieder machen können. Na. So viele Dinge, die man hier machen kann. Oh. Das sieht gut aus. Hatte ich auch recht. Ja. Gehen wir mal schnell zum Quarry. Wenn er wirklich schon fertig ist. Das ist ja ganz geil. Rein, lass mich wieder rein, lass mich wieder rein, lass mich wieder rein. Ah. Hauptsache ich stehe also so. Ah. Oh Gott. Dann gehen wir unterirdisch. Wenn das so ist, wenn so voll der Ansturm ist hier auf meine Person, dann gehe ich woanders lang. Das mache ich gar nicht. Wenn so, keine Ahnung, ein Haufen Leute was von mir will, ich dann so bestürmt, denke ich erstmal so Panik. Ich denke, es liegt erstmal daran, dass ich das auch gar nicht gewohnt bin. Ah nö, doch, der macht weiter. Der ist noch gar nicht fertig. Oh, man könnte ja mal überlegen, so eine Cobblestone-Farm. Wieso baust du eigentlich nur hier hinten ab? Das finde ich jetzt sehr bemerkenswert. Ah, oh, ich werde sterben. Ui. Boah, diese Lava ist ja auch total gefährlich da. Freiheit. Ich hab nie das richtige Zeug bei, ne? Oh, Lapis. Können wir richtig Erfahrung wieder. Boah, wir sind Ärzte. Na gut, ich hole mir noch die Ärzte. Ärzte, na? Das sind Ärzte, hör mal. Keine Ärzte. Da kannst du dich nicht behandeln lassen. So, Herr Eisen, ich habe ein Problem. Oh, da ist Wasser. Da will ich nicht weiterhin wollen. Bin ja nicht jeck. Geh ich halt alles auf den Kopf. Bin ich nass. Wenn ich nass bin, dann dauert das total ewig, mit meiner Rüstung trocken zu werden wieder. Oh, das wieder Lava. Also beziehungsweise das jetzt wieder, also immer noch. So. Machen wir hier so einen kleinen Weg rum. Ich wollte. Oh mein Gott. Ich wollte nur mal außenrum und dann wird das direkt so kompliziert. Ich glaub's euch. So ist man auch noch weg, so ganz sporadisch. Ah. Also das finde ich schon sehr interessant, dass der da irgendwie. Doch, jetzt wollte er ein Obsidian ab, oder? Der wird abgebaut und so. Oh, Lava, und dann bist du direkt vom Wasser zu Obsidian. Ja, wie gut, dass wir da oben irgendwo drauf, ne? Da ist das Dinge. Wasser gefunden haben, so ist jetzt alles hier schön verteilt. Das nervt einen das jetzt gerade auch, aber egal. Und dann kann man automatisch mit dem Quarry Obsidian abbauen. Na, wir hatten ja mal in der Folge die Frage vom Nidhogg Trooper: Baut ein Quarry überhaupt Obsidian ab? Das hier ist eure Antwort. Ja, tut's. Wir haben's live. Ja, würde ich einfach sagen, ciao Leute, bis zur nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Tech It, ich werde es mir anschauen mit der Turtle und auch irgendwie diesen Assemble Table. Haben wir jetzt wieder neue Sachen gecraftet und neue Fragen, die wir erstmal beantworten müssen. Irgendwie scheint er auch total effektiv zu sein, wenn er auf Lava trifft. Stottert der irgendwie so. Also, hängen, weiter, hängen, weiter. Ja, ciao Leute!